herzlich willkommen zu einer neuen Folge in Transport Fever. So, dies hier ist ein Zug, ein Zulieferer für Frankendorf, aber wie man sieht, er nimmt nichts mit. Überhaupt nichts. So, ich habe mir das eben mal angeguckt. Eigentlich sollte er was mitnehmen, ist eigentlich kein Problem. Der fährt bis zum Umschlagplatz hier hinten hin. Da daran liegt es also nicht. Das heißt, es kann nur noch am Ort selber liegen. Und ja, genau. Hier ist natürlich nichts, wo er anliefern kann. Sprich, ich werde hier ein paar LKWs einsetzen müssen. Ja, da muss es hin. Das ist natürlich viel zu weit weg, dass er das nicht erreicht. Haben wir eigentlich überhaupt hier irgendwas im Einsatz? Ich meine, ist hier ein Zug, also ein Straßenbahn, Bus, gar nichts, ja? Deswegen, der nimmt auch nur 7 mit. Stehen hier auch nicht allzu viele rum. Dafür, dass ich davon 2 Züge im Einsatz habe. Von der 1, Moment, Züge, da. So. Wo ist der eine? Der ist voll. Wo fährt er hin? Ah, der fährt zurück, okay. Und der andere, der müsste demnächst mal ausgetauscht werden. Der nimmt gerade mal 27 mit. Das ist verdammt wenig. Ja. Okay. Dann wollen wir mal wieder zurück. Wir waren da hinten. Hier. Okay, Moment, dann mache ich erstmal den hier ganz kurz. Fahrzeugersatz rein. Der ist ja offenbar viel zu alt. Lokomotiven, das ist diese Lok. Die fährt 60 km/h. Da könnte man jetzt, denke ich mal, langsam etwas schneller werden. Die Scotsman, ja. Die ist einfach nur schön. Die Waggons, wie viel fahren die? Donnerbüchse fährt 100. Da brauche ich ja eigentlich nicht unbedingt die Flying Scotsman nehmen. Die ist ja eh verdammt teuer. 75, 85, 90. Wo haben wir denn noch was mit 100? Da haben wir was mit 100. Der war 60. 80, 50, 60. Ist alles langsamer. Die hier also. Die müsste auch reichen eigentlich. Dann nehmen wir die mal als Ersatz und dazu die Donnerbüchse. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal. So, als Ersatz ein. So, dann geht das schon mal ab. Aber hier, denke ich mal, sollte es mal dringend notwendig sein, ein bisschen Nahverkehr, entweder Tram oder Bus einzusetzen. Da wir eigentlich von dem hier überhaupt nichts mehr erreichen. Es ist ja die ganze Wohnsiedlung oder die Hälfte der Wohnsiedlung wird da fast schon nicht mehr erreicht. Ja, da werden die Leute wohl mit Auto unterwegs sein dann. Naja, so viele Autos gibt es ja noch nicht. Gut, aber ich würde sagen, wir setzen hier mal eine Tram ein. Die ist eh viel zu selten. Oder kommt viel zu selten vor. So, dann... Was war das eben? Ach, eine verkehrsberuhigte Straße. Ah, auch cool. So, Busspur, Tramgleis, Oberleitung, ja. Also, da wollen wir hin. Da. Dann... Naja, wir gehen mal lieber hier lang. Hier lang. Komme ich hier auch nochmal lang? Hm. Noch ist er hier nichts. Ja, wir lassen es mal. So. Wobei, ich könnte eigentlich hier lang fahren. Dann gehen wir lieber hier rein. So, machen wir das mal mit. So, dann einmal darum. Darum. So. Da lang und da lang. Okay, damit müssten wir eigentlich alles abgehakt haben. So, dann brauchen wir ein paar Haltestellen. Was gibt's denn da inzwischen? Was ist das denn? Ein Trambahnhof? Mehrere Terminals.
Wie sieht der denn da so aus? Moment. Der sieht natürlich ziemlich cool aus. Ein bisschen dichter ran. Ja, der gefällt mir eigentlich ganz gut. Okay, Moment mal, wir drehen den mal ein bisschen rein. Oh, da muss man viel abreißen. Das gefällt mir wieder nicht so gut. Gucken, wenn wir den mal... Den kriege ich natürlich hier schön... Ne, reinsetzen kann ich ihn auch nicht. Passt nicht so gut. Was haben wir denn noch? Einen großen Trambahnhof. Oder halt nur eine einfache Haltestelle. ...1,7 Millionen, weil 7 Gebäude weg müssen. Boah. Das ist schon heavy. Mache ich das oder mache ich es nicht? Wahrscheinlich wäre das hier auf der Seite besser. Nur da haben wir kein Tramgleis gelegt. Das ist alles so teuer. Und das passt hier, glaube ich, besser hin. Ich werde mal hier noch was machen. So, was soll's. Dann muss halt hier nochmal ein Tramgleis hin. So. Eigentlich wollte ich so lang fahren, aber wir können ja auch so lang fahren. Ist ja auch egal. So, dann brauche ich aber noch ein paar Haltestellen. Da kommen die zum Einsatz. Und zwar auch eine Tram fährt auf der rechten Seite. Das heißt, wir fahren mal hier lang. Dann hier. So geht's weiter. Da geht's weiter. Dann fahren wir mal da lang. Da. Dann machen wir mal hier ein. Hier an der Kreuzungsecke. Ja, der nächste hier. Und der letzte. Machen wir den hier rein oder hier? Ist eigentlich Gipfel gesprungen, ne? Machen wir ihn hier hin. So. Okay, dann brauchen wir noch ein Depot. Ein kleines. Moment, wo haben wir es? Da. Ein Tramdepot, bitte. Passt das zufälligerweise hier noch hin? Das wäre toll. Das sieht nicht danach aus. Moment. Nee, passt leider nicht. Schade. Schade, das wäre schön gewesen. Dann machen wir es halt direkt hier neben. Oder hier zwischen. Wäre ja auch ziemlich cool. Muss da irgendwas weg, ja. Da muss leider auch was weg. Aber besser ist das große Gebäude, hä? Ich mach's mal hier hin. So. Und dann kommt die Tram. Dann nehmen wir die. 1, 2, 3, 4. So. Das mache ich weg. Und dann gibt es eine neue Linie. Die führt von da nach da, nach da, nach da, nach da, nach da, dann dahin, dahin, dahin und dahin. Wie macht der? Wie fährt der denn hier? So wollte ich das aber nicht. Das ist ja voll doof. Moment. Hier irgendwas. Hallo? Mach den weg hier. Komm, mach alle weg. So, also. Nehmen wir mal den hier zuerst. So. Dann soll er nach da fahren. Hier sind viel zu viel, glaube ich, auf der. Nach da. Nach da. Ach da. Wieso dreht er denn immer zu? Krieg ich das nicht anders hin? Ja, mach's weg. So. Also. Bam, der erste. Nee, den mach ich mal weg, das ist eh zu dicht. Den mach ich gleich mal weg. Ach so. Zup.
Okay, was passiert denn, wenn ich den jetzt einmal da lagen würde? Fährt er dann anders? Moment, einmal nach da. Nach da. Und den haben wir da, so. Na, der fährt auch nicht anders, hä? So. Na, so. Okay, so gefällt mir das gar nicht. Wieso fährt denn der nicht so, wie ich will? Verdammt. So. Nach da. Dann sollst du nach da. Das Teil klappt. Wieso fährt denn der so doof? Hä? Wieso dreht denn der da? Moment, kann ich ihm das irgendwie... Hier kann man ihm noch nicht sagen, wo er langfahren soll, ne? Ein Wegpunkt, der gibt's nur für die Bahn, oder? Kann ich ihm hier irgendwo einen Wegpunkt geben? Nee. Doch, da, warte mal, ein Hydrant. Eingesetzt, um die Wegführung zu einer Linie zu kontrollieren, kann wie eine Haltestelle einer Linie hinzugefügt werden. Ach so. Bringt mir das was? Das bringt mir doch eigentlich gar nichts. Das bringt mir doch eigentlich überhaupt nichts. Ah, kann ich nur dort machen, aber nicht hier. Doch, hier kann ich es auch. Ha. Das ist ja wie eine Haltestelle. Das hat doch gar keinen Einfluss darauf. Dann fährt er halt hier hin, ja. Toll. Deswegen macht er trotzdem noch diesen Kreisverkehr. Nee, so nicht. Dann probieren wir es mal anders. Mal so fahren. Dann soll er da lang fahren. Und fährt er einmal schön im Kreis. Wieso fährt er denn da so bescheuert? Kann nicht wahr sein hier. So. Oh Leute, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe nie so eine Probleme mit. So, den machen wir weg hier. So, was blinkt da auf? Linie 1, ja, wir sind gerade dabei. So. Also. Der ist schon auf beiden Seiten. Der nicht. So. Dann nochmal. Also. Der kommt auch auf beiden Seiten drauf. Der ist auf beiden Seiten. Der kommt dahin. Den reiße ich ab. So. Weg damit. Dann. Der ist auf beiden Seiten. So. Was haben wir hier? Haben wir auch noch einen. Hier haben wir auch noch einen. Der ist. So, der ist auch. Den reißen wir ab. Hat eh keinen Sinn. Was ist das denn hier? Was eine Haltestelle entfernt, soll alles wegreißen? Geht's noch? Krass. Gut, dann bleibt sie. Das ist mir dann doch ein bisschen zu heavy. Der ist schon mittig, der ist auch mittig. Okay. Okay, so, also. Mal gucken, ich gebe ihm mal ein paar Straßen mehr. Vielleicht bringt das ja was. So. Gucken, ob er dann besser fährt. Ich weiß zwar nicht, warum er das machen sollte, aber gut. Na, hallo? So. Okay, mal gucken, ob er jetzt woanders lang fährt. So.
Also, nochmal. Du fährst von da nach da. Dann sollst du nach da fahren. Von da nach da. Dann nach da. Dann nach da. Aha, jetzt macht es. Okay. Warum auch immer es jetzt macht. Jetzt läuft's. Ja. Okay. Gut. Dann soll es mir recht sein. So. Das ist ÖPNV. Frankendorf. Frankendorf. So. Ups. Das F sollte ich vielleicht mal groß schreiben. So. So ist besser. Und jetzt brauchen wir dasselbe nochmal für die LKWs. Denn der bringt wahrscheinlich immer noch nichts. So. Machen wir mal einen großen Bahnsteig. Bahnsteig, Quatsch. LKW-Ladeplatz hin. Könnte ich eigentlich mal den hier ausprobieren. Der sieht natürlich richtig cool aus. Und wir haben gerade den Platz dafür. Dann nehmen wir den auch mal kurz. So. Kollision, Moment. Möglichst dicht dran. So. Okay. Der ist schon recht schön. Dann würde ich den anderen mal hier hinten hinsetzen. Moment, etwas dichter. Etwas weiter reindrehen. Damit ich sehe gar nicht, bin ich auf der Kreuzung oder was? Bisschen anders drehen, mal gucken. Hey, wieso kommt denn der so schräg? Sieht irgendwie schräg aus. Ach so, Wally. Moment. So. Naja, weil die Straße schräg ist, klar. So. Und dann machen wir hinten im Industriegebiet auch noch einen ran. Er soll schließlich auch Öl anliefern. So. Und dahin. So, dann gibt es da auch eine neue Linie. Und zwar von da nach da und nach da. So, und die heißt LKW Frankendorf. LKW Frankendorf. Okay. So, dann brauche ich dafür auch noch ein paar LKWs. Erstmal das passende Depot. Moment, einmal drehen. So geht's ja nicht. Passt das hier noch rein? Nee, sieht doch bescheuert aus. Hier vielleicht? Moment, hier oben vielleicht. Wie sieht denn das hier aus? Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. So, da lassen wir es. Okay, dann die LKWs. Welche haben wir? Das hier ist der neueste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Jetzt gibt es hoffentlich LKW Frankendorf. So. Ein paar Güter für die Stadt, damit die endlich wachsen kann. So. Ach, guck mal an hier. Prompt warten Personen. Das ist immer klasse. Das sieht gut aus. Gefällt mir. Endlich. Dann werden hier hoffentlich auch ein paar Personen mehr mit unserer Bahn fahren. So, okay. Was haben wir denn jetzt noch? Hier liegt so viel rum. Ich weiß gar nicht, was ich da noch machen soll. Der Wahnsinn. Wie viel Getreide soll ich denn noch daran liefern? Die haben wir doch gerade erneuert, die Bahn, oder nicht? Das ist diese hier. Ja. Genau, das ist die. Die nimmt da schon einiges mit, also. Und sie wird vermutlich 300 Meter lang. Ja, die nimmt schon einiges mit. Gibt es davon eigentlich neue? Oder sind das schon die neuen?
Was sind schon die 9? 8. Was haben wir hier? Das ist was anderes. Lass ich die oder lass ich sie nicht? 2 Anhängen bringt ja auch nichts. Sind gerade mal 30 mehr oder 16 mehr und dann für die andere Bahn sind wir bei 32. Lass ich, wie es ist. So, geht das auch? Wo geht denn das Öl hin hier? Treibstoff. Zulieferer Gierschnach. Gierschnach. Wo ist denn Gierschnach? Da oben. Da oben ist es. Wo ist da der Zug? Der fährt da lang. Okay, wo ist denn der? Da ist er. Sag mal, Junge, bist du nicht auf dem falschen Gleis? Ne, bist du auf dem richtigen Gleis, ne? Ja. Wo ist der denn so extrem langsam? Muss der hier irgendwo stoppen? Nö, eigentlich nicht. Doch, wahrscheinlich musste er hier deswegen wegen dem stoppen, ja? Na gut. Okay, der nimmt aber auch eigentlich reichlich Treibstoff mit. Ich lasse das auch erstmal so laufen. Mal gucken, wie es weitergeht damit. So, ich würde aber ganz gerne mal endlich ein neues Dorf anschließen. Und zwar, was machen wir denn da? Haben wir hier hinten noch was? Ja, einiges. Da könnte ich noch da. Und hier, wie viele Gleise habe ich hier? 4 Gleise. Wovon ich nur eins im Einsatz habe. Ja. Da ist nur eins dran. Das heißt, ich kann ohne Schwierigkeiten von da eigentlich mal nach oben gehen. So. Wie gehen wir dort am besten lang? Hier hinten haben wir noch eine weitere Stadt dran. Ja. Da werde ich mal einen Durchgangsbahnhof machen. Was ist das denn hier? Level 2 Underground? Achso, das ist für U-Bahn, ne? Level 3? Achso, das sind die verschiedenen Ebenen. Ich verstehe. Okay. So, was haben wir hier noch? Ein Kopfbahnhof? Hauptbahnhof Schwerin. Hauptbahnhof Schwerin, cool. Moment, dann müsste ich aber den einmal umbenennen. Dann muss das natürlich auch Schwerin heißen. Schwerin. So. Dann können wir auch den Bahnhof dazu machen. Das ist der. Der kriegt eine 320 Meter Länge. Oh, Hochgeschwindigkeit. Ja gut, braucht eigentlich... Fährt da keiner durch. Großartig. Aber wir lassen ihn mal rein. Zweiter Straßenanschluss. Eigentlich auch unnötig. Durchfahrtsgleise. Ach so. Der hat Durchfahrtsgleise mit drin. Ach ja, die machen wir mal mit. Am Anfang oder am Ende? Was heißt denn das? Wie sieht denn das aus? 2. Sind die anders gekennzeichnet? Ach so. Verstehe. Was gibt's noch in der Mitte? Ne, in der Mitte finde ich nicht so schön. Ach so. So. Stehe. Hä? Durchfahrtsgleise Anfang, Durchfahrtsgleise Mitte? Hier sind nur 2 Gleise drauf. Okay. So, wir machen das so. Und dann machen wir mal 4 Gleise. Uiuiui, die sehen aber schick aus. Das ist aber ein sehr schöner Bahnhof. Der gefällt mir richtig gut. So, da kommt eine neue Bahn. Ja. So. Den setze ich mal daran. So, 1,5 Millionen. Wow. Wie sieht denn der eigentlich jetzt aus? Den will ich ja mal sehen. Mann, der sieht ja klasse aus. Nicht schlecht. Schön verglast alles, klasse. Ja, da freue ich mich auf den Zug. So, und zwar... Kommen wir von da. So, wir nehmen das äußere Gleis, denke ich mal.
beziehungsweise wird genommen, richtig? Ja, das Äußere wird genommen. Das heißt, wir nehmen mal das nächste oder wir nehmen gleich das andere hier. Oh, gleich mal den rein. So. Einmal drehen. So. Ich würde ganz gerne an der Straße entlang fahren. Mal gucken. Und ein bisschen auf Geschwindigkeit auch kommen. Ja. 130, 140. So machen wir das mal. Und dann gehen wir mal geradeaus durch. Na, bleibst du wohl hier. So, okay. In der schönen Straße entlang. Na, da ist nicht möglich. So. Ne, Geschwindigkeitsverlust wollen wir auch nicht haben. Oh, jetzt muss ich mir schon langsam mal überlegen, hier rüber zu fahren, ne? Ist da ein Geschwindigkeitsverlust irgendwo? Oh ja. Ja, dann machen wir es doch anders. Das geht dann nun auch nicht. Wenn man mal die Chance auf Geschwindigkeit hat, dann will ich es ja auch haben. So. Gehen wir jetzt ein bisschen weiter rüber schon. So. Mal gucken. Kann ich da direkt anstehen? Ja, kann ich auch direkt anschließen. Also, von da gehe ich nach da noch weiter und dann könnte ich auch noch da noch weitergehen. Das heißt, ich würde mal, ja, an dem Gleis bleiben. So. Da habe ich das Äußere genommen. Das heißt, ich kann von dem aus auch wieder zurück. Okay. Okay. So, kriegen wir hier noch eine Weiche hin, oder? Moment, da nicht. Krümmung zu groß. Na, wenn hier schon Krümmung zu groß ist, dann wird das vermutlich nicht funktionieren. Oh, es funktioniert doch. Wahnsinn. Bin begeistert. Gibt's auch neue? Ja, gibt neue Signale. Sehr schön. Das ist ja super. Was kommt denn hier noch so? Ach so, die U-Bahn-Signale. Okay. Ja, wie passend. So, dann einmal vor. So, da mache ich mir hier mal wieder meinen Block rein. Ach Quatsch, Block. Käse, ist doch nur ein Gleis. So, die anderen Gleise müssen rein. So sitzt richtig. Da. So. So, einmal bis nach hinten durch. Passt das hier noch? Oh, das ist aber knapp. Aber es passt. Ja, gut. Dann schön an der Straße entlang. Hier passt es allerdings nicht mehr. Oh, es passt doch. Wahnsinn. Das ist jetzt aber wirklich knapp. Cool. Super Sache. So, und dann nach da wieder in den Bahnhof rein. Okay. Jetzt muss er hier nur noch die Weiche machen. Das wäre dann perfekt. So, einmal rüber. Und einmal nach da und... Oh, das macht er auch. Ich... Unfassbar. Womit habe ich das denn verdient? So. Dann... Machen wir hier einen Haltepunkt hin. So. Und. Na, so. Dann machen wir hier mal unseren Block hin. Dann kommt mal da und da der Block hin. Und. Hinten mache ich noch einen. Kann ich da noch einen machen? Nee. Das lassen wir mal. So, dann brauche ich ein Depot. Wo setze ich das hin? Das könnte ich eigentlich mal... Ach, das habe ich eigentlich schon drauf. Ich müsste nur das mal verbinden miteinander. Nach da habe ich ja nicht mehr viel Platz zum Verbinden. So, also könnte ich das theoretisch hier machen. Ja, das machen wir mal hier. Einmal mit rangehen. Einmal da und einmal da. So.
komme ich jetzt hier auch noch die Weiche wieder hin. Moment, die ist mir zu dicht da dran. So, einmal nach da. Und einmal nach da. Das wird natürlich nichts. Machen wir nochmal. Das macht er jetzt nicht mehr, oder was? Moment. So, einmal nochmal schauen. So, da beginnt es. Und ja, doch, er macht's. Sehr schön. So, dann müsste ich hier nochmal ein bisschen weiterführen. Und einmal hier rüber. Ist er schon drauf? Oder ist das ein... Jetzt ist er drauf. Krümmung zu groß. Na, können wir das mal ein bisschen verlängern? Etwas länger. Na, da. Okay, da setze ich ihn hin. Und mit dem... Gehe ich mit dem hier drauf? Nö, ich gehe auch mit dem hier rein. Einmal nach da und dann hier mit drauf. Okay, so. So. Müssten wir jetzt hier nochmal... Der kann von da kommen. Machen wir hier nochmal ein Signal hin. So, und zwar... Moment, wo ist richtig rum? Da. Okay. So. In Ordnung. Von da kann er jetzt den Zug nehmen. Gut. Dann kaufen wir mal einen Zug. Da gab es doch gerade einen neuen. Lokomotiven elektrisch. Diese hier. Die ist eigentlich auch ganz hübsch. Mal schauen. Wir nehmen sie mal. Wobei, wie lange, wie schnell sind die? Halt. Die kann auch nur 100. Ja, dann nehmen wir sie doch. Okay, gefällt mir. So, einmal die. Und dazu die Donnerbüchsen. 1, 2, 3, 4, 5. Ach komm, 6, so. Und die gehen auf folgender Linie. Neue Linie. Und zwar von hier nach da. Okay. Und diese Linie nennen wir RE Hülsebeck nach Schwerin. So, okay. Jetzt muss er nur noch rausfahren. Na, wieso steckt er noch drin? Hallo? Die Strecke sollst du fahren, Junge. Achso, Fehler. Was denn für Fehler? Ah, nicht elektrisch. Okay, Moment. Dann... Moment, da muss man hin. So. Du bist also nicht elektrisch, verstehe. Okay, das machen wir mal eben noch. Was? Ah ja, klar. Toll. Depot enthält Fahrzeuge. Super. Gut, weg damit. Mein Gott. Hätte ich es gleich gemacht, hätte ich jetzt nicht verkaufen müssen. Was soll's. So. Das machen wir so und so. So. Habe ich jetzt alles elektrisch? Da hinten ist. Und der neue Bahnhof, der hat auf jeden Fall auch schon elektrisch. Okay. Gut, dann machen wir das halt nochmal. So. Also nochmal kaufen. Das ist einmal diese Lok. Und davon habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 genommen, genau. Okay. Und die geht jetzt noch einmal auf die Linie. Wo haben wir Schwerin? Da. Okay. Ups. So. So, das machen wir weg. Okay. Wo bist du? Na, was wartest du denn jetzt hier schon wieder? Moment. Rausfahren kannst du ja schon.
So. Da kann er jetzt schon mal raus. Mal gucken. Schauen, wie sie denn aussieht. Na, komm her. Jo, gut, warum nicht? Okay. So, wann ist der Weg frei? Ich hoffe doch bald. Von wo kommt denn einer? Von da. Ah ja, okay. Der müsste eigentlich hier ran vorbeikommen. Braucht er nicht unbedingt auf dies. Achso, der fährt jetzt noch da, okay. Hat sich das Gleis gewechselt. Na gut, was soll's. So, jetzt geht er darauf. Ich lasse das Ganze mal ein bisschen schneller laufen, weil ich würde ganz gerne mal sehen, wie der in den Bahnhof, Schweriner Bahnhof einfährt. Das heißt, wir werden das mal einsteigen hier. So. Und ich verabschiede mich schon mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.